Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Pikmin 4. Wir werden erstmal gefragt, wo das Problem liegt. Verstehe, manche Pikmin wollen dir nicht an die Oberfläche folgen. Es scheint ein Limit zu geben, wie viele Pikmin und wie viele Arten von Pikmin gleichzeitig an der Oberfläche sein können. Aber um die anderen musst du dir keine Sorgen machen, wenn du deine Truppe auswählst. Alle verbleibenden Pikmin warten erst Fiebel in der Beagle. So, wir waren nämlich das letzte Mal in der Höhle, wenn ihr euch erinnert, haben den einen Forcer gefunden. Und, also nicht irgendwo der Forcer war, so. Und, sind jetzt wieder rausgegangen. So, und wir haben uns überlegt, wie viel wir von allen mitnehmen. Und, für den haben wir insgesamt 10, deswegen nehmen wir mal die Hälfte raus, nämlich 5. Für den nehmen wir 3 und von dem anderen. Mach mal einfach den ganzen Rest, bis wir auf 30 sind. Da klingt du mal nach dem Plan. Haben immer noch ein paar Backup, wenn was wäre. Jetzt sind wir mal wieder hier draußen. So, jetzt müssen wir uns erstmal orientieren. Weil letzte Part doch so ein bisschen her war, dass ich ihn aufgenommen habe, ehrlich gesagt. Hust, hust. So, wir haben ja das letzte Mal, im vorletzten Part, glaube ich, auch oder so die Brücke gebaut. Ne? Das ist auch eine Sache, die wir anschauen müssen. Aber das hauen wir mal. So, zum ersten Mal hier drauf, ein paar Pikmin hauen, damit die sich mal um die Dinger kümmern. Und dann sammeln wir jetzt so wieder ein, der hier so lonely rumsteht. So. Ah, schöne neu gebaute Brücke. Jetzt können wir nämlich auch mal hier hingehen. Ah. Jetzt können wir uns nämlich mal um alle möglichen Sachen kümmern, die hier random im Weg sind, wie zum Beispiel diese schöne Blume. Geh weg. Genauso wie die. So, weil das bringt uns jetzt ja Pikmin und sowas zu haben, es hat generell nicht. So, wir können da jetzt. Ne, die rufen mal wieder her. Ne, ich will eigentlich. Wollte nicht absteigen, ich wollte eigentlich hüpfen. Ah, Taste verkackt. So, mit der kann man beispielsweise jetzt auch hier hochhüpfen. Wollten wir schauen. Was ist hier entdeckt? Dann ist eine neue Höhle. Und da, saubert es einfach gleich mal rein. Ich bin gespannt, was da jetzt in der neuen Höhle wohl auf uns alles erwarten wird. Aha, Höhle der Hektik ist es also. 0%, schauen wir nochmal rein. So, okay, die gelben gehen da nicht mal, sehr interessant. Dann nehmen wir, ah doch, hä? So, hier finden wir das 3. Hier machen wir 3. Nee, weil das eigentlich 5 machen, so. Den Rest füllen wir hier mit auf, jetzt passt, sind wir komplett. Let's go in die Höhle, schau mal, was dort alles zu sehen gibt. Höhle der Hektik. Höhle der Hektik hört sich irgendwie hektisch an, das ist nicht gut, ja, ja, ja. Muss man aufpassen. Hier geht's ganz in so Sache, ey. Aber mal zumindest, ob es ganz in so Sache geht. So, wir müssen. Schau mal, was ist denn das hier? Erstmal. Okay, danke, Pikmin. Dann zeigt mir auch nochmal. Jawoll. Die Dinger nehmen wir doch sehr gern. So. Oh oh, da hinten sind Pikmin in Probleme, sehe ich gerade. Müssen wir nach unbedingt auch mal hin. So. Kümmern uns erstmal um alles, was hier sonst im Weg sich rumtreibt. So. Keine Ahnung, was die 14 machen, aber die haben irgendeinen Plan. Ah, hier wird was gebaut. Perfekt. Ah, da braucht's 3 dafür. Okay. Hier braucht's auch 3. So. Boah, der Kletterwand abgeschlossen. Perfekt. Dann kommt immer wieder her. Wie ruft man jetzt nochmal? Eva. So. Perfekt. So, dann tun wir erstmal hier ein paar draufhauen. Genauso auf die ganzen kleinen. Oder eigentlich noch hier noch auf die kleinen.
Jetzt habe ich fast keine Pikmin mehr, ne? Ja, ja. Oh, perfekt. Hier gibt es ja richtig viel Stoff. So, zum Beispiel das Teil hier. Aber über das Wasser können die nicht. Ja, also da müssen wir irgendwas anderes überlegen. Schauen wir mal. Aber erstmal holen wir dann gleich unsere Pikmin erstmal zurück. Gerade haben wir 12:30. Ich hoffe, dass der Rest. Perfekt. Hier fehlt 30:30. So muss das. So, oh woll, jawoll, hier gibt es sogar noch mehr. Sagen wir hier mal hin. Die pflücken wir jetzt einfach mal alle. Eigentlich können wir auch gleich mal hier oben bleiben. Jetzt haben wir uns hier nämlich erstmal. Da geht nämlich auch in das Wasser sehr interessant. Irgendwie können wir an diese Puppe dran kommen. Warte, vielleicht die Eispikmin? Ist bei allerdings leider 10 Stück. Und jetzt ein paar so wenig. Aber ich glaube, hinten gibt es noch welche, ne? Dann rufen wir die erstmal wieder zurück. Jetzt habe ich eine Idee. Weil ich glaube, du musst wissen, wie das geht. Der Wolver, du bist ja Eispikmin. Kann man das Wasser nämlich zu Eis machen, dann können wir nämlich die Skulptur holen. Cool. Dies finde ich eine coole Sache. So, das müssen wir als erstes an der Pikmin befreien. Das müssen wir erst die Kletterwand hoch. Und dann muss ich erstmal alleine hoch. Aber die Pikmin auch süß, die folgen wir sogar alle perfekt. So, 22. Hauen wir alle drauf. So. Und dann sollen die auch das Ding wegtragen. Den Rest rufen wir jetzt wieder zusammen. Kommt her. Perfekt. So, machen wir erstmal alles kaputt. Okay, da kann auch Otzi nachher machen, ist eigentlich auch Wurst. 1, 2, 3, 4, 5. So, ich glaube, das reicht. Jawoll. Der kann auch normale helfen. Beim Kaputthauen davon. Je mehr wir haben, je schneller geht das kaputt. Supi. Tippt ihr mal den ganzen Rest. So. Ach ne, da haben wir jetzt neue Eispikmin. So. Den helfen wir jetzt einfach. So, dann kommen die neuen Pikmin einfach auch mal hier hin. So. Und da brauchen wir nämlich noch ein paar mehr. Dann könnt ihr nämlich das runter tun. Perfekt. Brauchen wir hier nochmal 9 Stück. Okay, da brauchen wir definitiv Eispikmin eigentlich. So, und jetzt funzt das nämlich auch perfekt. Gut, dann arbeiten die hier dran. Das nehmen wir die paar Mal zurück. Gut, das schaffen die jetzt dann auch so. Dann tun wir nochmal ein paar hier reinholen, um die Dinger zu holen. Boah. Brauchen wir noch ein paar. Kommt mal ihr mal wieder hierher. Perfekt. Ein paar brauchen wir nämlich auch noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kommt, holt den Rest. Perfekt. So, und du, kleines Pikmin. Ach, der hätte auch losgekönnt. Ja, moin. Mal wieder brav her. So, dann habe ich derzeit ein Pikmin. Perfekt. Ganz wichtig ist, dass wir immer einen Überblick darüber haben, wo die restlichen Pikmin sind. Reicht eins dafür? Ah! Zurück. Das haben die anderen erstmal nicht gehört. Aber die Hummer aus dem Vergleich auch voll. Da haben die das mal Nektar essen. Jawoll. Das funzt, das funzt, das funzt. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hier runter. Hier kommen wir dann auch mit Otzi, dann denke ich mal nachher hoch. So. Jetzt holen wir mal alle Pikmin. 45 und 45. Perfekt. So, jetzt holen wir noch Otzi wieder. Und steigen einmal auf ihn auf.
Jawohl, und jetzt können wir nämlich hier entlang hoch. Perfekt. So, jetzt kommen wir nämlich einmal auch. Nein. Boah, wie könnte man es nochmal Anlauf nehmen? Ah, mit der Taste weiß ich es wieder. Ich glaube, wenn man so. Jawohl. Oh, da geht es nämlich nach. Ich lasse sogar noch weiter. Das sehen wir alle an. So. Jetzt meist mir erstmal den Pikmin hier drauf. Oder da geht's wieder hoch. Da hauen wir einfach mal alle möglichen drauf. So, aber dann hat's vielleicht noch nichts, oder? Werfen wir die nochmal hier hin. Keine Ahnung, ob jetzt überhaupt noch irgendwas bringt. Ich glaube, jetzt haben alle, die was wollen. Der Rest hat Pest gehabt, so. Nee. Wir haben jetzt doch noch nichts. Ich glaube, hab dann so viel auf einmal gemacht, einfach. Ja, passt jetzt und weiter geht's. Und einmal runterspringen. So, weil jetzt brauchen wir nämlich die, Trick über die falsche Taste zum Springen, ey. Jetzt brauchen wir nämlich ein paar von den Wasser-Pokémon, wollte ich nicht sagen, Wasser-Pikmin. Nämlich hier ein Stück an das Haar, die wir jetzt nämlich auch haben. Jawoll. Jetzt ist das Ding nämlich eingefroren. Enorm, das ist ja fantastisch, ne? Das Wasser ist innerhalb eines Augenblickes gefroren. Jetzt kannst du direkt über das Eis gehen. Genau, das war nämlich auch mein Ziel. So, kann man die trotzdem irgendwie. Tatsache. Guck mal, die nämlich gleich wieder. Jetzt kann man nämlich auch. Oh, oh. Nein! Kommt her. Nein! Alle Game Pikmin verloren! Nein! Ich kann es sein. Weiter erkunden. Oh nein. Ich dachte, das Wasser bleibt so. Zweiter Versuch. Ich habe einmal uns ein bisschen. Nein. Alles zurückkommen. Ach, das Eis bist du, weil ich sie nicht rausgeholt habe, oder was? Nein. Kommt doch her! Gut, wenigstens haben wir diesmal keine verloren. Okay. Das war mir doch ein bisschen zu experimental, ehrlich gesagt. Wieso? Ach, oh, oh, das heißt, da wäre eine Plattform gewesen. Doch alle ins Wasser geworfen gerade, das gibt's doch nicht. Ach so ein Scheiß, die Pikmin hätten nicht sterben müssen. So. Stopp. Erstmal alle her. Das muss jetzt schnell gehen. 10 Stück. Die anderen. Nein. Thank you.
Kommt her, so. Also, jetzt brauchen wir... Nein. Jetzt brauchen wir erstmal alle Pikmin wieder hier. So. Von den blauen. Mal so viel raus, dass wir zu sehen sind. So. Die alle anderen kommen hier hin. Schnell, der Rest. So, los geht's, schnell. Schafft's ihr. Nein. Alles soll herkommen. Also, nochmal 10 Stück. Ach, jetzt kann das Teil nicht mehr genommen werden, ne? Ach komm, vergiss es. Könnte ich es jetzt auch so nehmen? Ob das Teil jetzt gesisst ist, wir haben es verkackt. Es ist ja auch Wurst, wir sind über genug Leisten gegangen, dafür lassen wir es jetzt einfach da. Oder geht das doch damit? Er bräuchte sonst also nicht mehr Pikmin, ne? Egal, kommt mal alle her. Alle gelben Pikmin verloren. Das darf doch nicht wahr sein. Egal, shit happens. Werden sie wieder neue finden. Aber genau deswegen habe ich eigentlich 5 noch behalten. Eben nicht auf alle gesetzt. Falls was passiert. So. Gut, ja, ich will. Warte, irgendwie. Ich habe jetzt 2 Pikmin. Warte, letztes Mal 2 mehr. Aber wusste, die werden es dann auch mehr folgen. So. Dann wir fahren jetzt fort. Und schauen mal, wo es jetzt rangeht. Vermutlich ist in die zweite Ebene. Aber das, liebe Leute, ist eine Sache. Sehen wir im nächsten Part. Macht's gut, bis dann. Und ciao.